Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe ein Zuschauerpaket erhalten und ich habe schon eine Ankündigung bekommen. Sie hat gesagt, sie hat viele Proben, ob sie mir was zukommen lassen kann. Habe ich mich sehr drüber gefreut. Ihr wisst ja, ich teste ja gerne was aus. Aber Leute, das ist auch noch schwer. Ich dachte, das ist vielleicht so ein Polsterumschlag, aber da sind bestimmt nicht nur Proben drin. Ich dachte, ich pack's mal mit euch zusammen aus. Ich bin jetzt echt gespannt. Ich hab's gewusst, Leute, da sind nicht nur Proben drin. Ich gucke mal, da ist auch ein Zettel mit drin. Hier sind einige Pröbchen, mit denen du hoffentlich etwas anfangen kannst. Ich habe auch noch ein bis zwei Dinge dazu gepackt und wünsche dir viel Freude damit. Okay, den Rest weiß ich jetzt nicht, ob das so, ne, dass ich das, genau, das steht auch noch. Wenn dir etwas nicht gefällt, darfst du es gerne weitergeben. Dann werde ich meine Freundin natürlich noch fragen. Genau, den Rest lese ich jetzt nicht vor, weil ist ja eventuell auch nur für mich gedacht. Okay. Der Bronzer. Tada! Ist ja ganz offensichtlich kein Pröbchen. Und der ist ihr zu hell. Der sieht so aus. Der ist von Physicians Formula. Und mein Lieber. Ich sag dir mal was. Tada! Das hier ist meiner und ja, so sieht der inzwischen aus. Ein heißgeliebtes Teilchen. Ach, riecht so gut, ne? Riecht so gut nach Kokos und nach Urlaub und überhaupt. Ja, den wollte ich gerne aufbrauchen, weil da ist nicht mehr so viel drin. Und ich liebe den, finde ihn richtig gut. Aber es kann schon sein, dass deiner ein Ticken heller ist. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich werde das mal ausprobieren. So sieht's aus. Kann schon sein, ne? Ich werde das mal ausprobieren und eventuell dann als Backup behalten. Wenn nicht, frage ich meine Freundin. Aber das wäre cool. Wobei ich glaube, ich hab keinen Bronzer drauf gemacht. Ich habe mich geschminkt gerade, weil bei Purish gibt es ja diese Black Week Deals und ich habe mich da mit Produkten von Purish geschminkt und da war kein Bronzer dabei. Der ist ein bisschen heller als meiner, aber ich gucke mal. Ne, der ist tatsächlich sehr hell, ne? Das stimmt schon. Aber trotzdem ganz schön. Aber das ist eher so ein Puder. Sagt mal, was meint ihr? Geht noch oder zu hell? Ich mach mal hier mit meinem. Tut sich nicht viel, aber tut sich ein bisschen was. Aber vielleicht benutze ich den doch ein bisschen als Puder auch. Oder so im Januar, Februar, wenn man dann richtig kaltkleistig ist. Ich finde den schön. Gefällt mir, danke. Der ist schon mal toll. Dann Body Milk von Sebamed. Auch nicht schlecht. Dann Bilou. Und das liebe ich. Das ist nämlich Plummy Kisses. Ich finde, das riecht so gut. Das habe ich auch früher wahnsinnig gerne verlost, weil ich das so toll finde. Ich finde, das riecht so gut. Ich liebe Bilou-Produkte. Danke, richtig toll. Dann haben wir hier noch eine Body Lotion, aber das kenne ich gar nicht. Von Sex and the City, so cool. Das ist richtig viel auch. Ich gucke mal, ob man schon was schnuppern kann. Aha, ist noch zu. Aber man kann schon ein bisschen was riechen. Das riecht sehr, sehr gut. Ich werde es mal ausprobieren, auf jeden Fall.
Danke, auch cool. Und da stand, die Limited Edition hat sie sich doppelt gekauft und dann gemerkt, dass sie doch gar nicht so viel braucht. Kenne ich. Habe ich auch schon ein paar Mal tatsächlich gemacht. Man kriegt den Hals halt nicht voll. Und dann merkt man, okay, dauert doch ein bisschen länger, das aufzubrauchen. Und dann kommt ja immer wieder was Neues raus. Und dann steht man da und denkt, Mist, warum habe ich das gemacht? Und zwar ist das die hier von Rival Loves Me, Holy Grails, Flawless Baking Powder. So sieht's aus. Ich werde es mal ausprobieren. Und dann noch ein Whipped Cream Primer. Auch nicht schlecht. Werde ich auch mal ausprobieren. Dankeschön. Und wie ihr sehen könnt, das waren alles noch keine Proben. Und es geht auch noch weiter. Und das sind auch keine Proben. Und auch nicht nur ein, zwei Dinge. Aber ich freue mich. Das obendrauf finde ich schon mal richtig toll. Das habe ich mir nämlich damals nicht gekauft, weil es mir zu teuer war. Da war ich ein bisschen geizig unterwegs. Ich glaube, das hat 3 Euro gekostet. Und zwar ist das die Fußmaske. Und ich habe, glaube ich, ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, ich habe noch eine Maske davon da. Und ich glaube, ich bin mir aber nicht sicher, vielleicht noch Augenpads. Könnte schon sein. Ich habe das ja wirklich gehortet, ne? Aber richtig toll, die Fußmaske, da freue ich mich sehr drüber. Und die werde ich auch bald machen. Mit Kakaobutter, Sheerbutter und Mandelöl. Und Leute, ich habe hier den Lipgloss, schon ein bisschen ab, ich nehme mal noch ein bisschen, den Lipgloss hier von der Willy Wonka Limited Edition von Purish, von Revolution. Und das schmeckt nach Schokolade und das riecht auch nach Schokolade. Kann ich euch absolut empfehlen. Guckt mal, sieht so schön aus. Richtig toll. Mega. Augenpads liebe ich. Die sind sehr gut. Oh, Leute. Hör auf. Das kann doch nicht sein, dass du das nicht magst. Das magst du doch. Wenn ich es dir sage, das magst du doch. Früher hast du das doch auch immer gerne gegessen. Wer kennt's? Dabei hat man es noch nie gern gegessen. Oh, richtig toll. Oh, schön. Liebe ich. Danke. Oh mein Gott. Und die ist auch so toll. Die habe ich schon 2-3 Mal gehabt. Und jetzt habe ich die nochmal. Ich finde die sehr gut. Die ist sehr, sehr gut. Die kenne ich gar nicht. Totes Meermaske von Balea. Sehr cool. Dankeschön. Die ist auch cool. Habe ich auch noch nie ausprobiert. Von Rossmann. Wisst ihr ja, komme ich ja nicht so oft hin. Aloe Vera, Hyaluronsäure, oh, toll, Apres-Sandtuchmaske, die kenne ich. Von Garnier, die Vitamin-C-Tuchmaske hier. Oh, die hatte ich auch mal und ich glaube, ich fand die nicht so schlecht. Die Beauty Effect Hydrogel-Maske von Balea. Dann, die beiden kenne ich doch. Da bin ich aktuell gerade am Aufbrauchen, weil die immer so ein bisschen steif sind, so hart. Und dann dachte ich, komm, die mache ich jetzt mal alle, weil die passen meistens nicht ganz so gut. Und dann mache ich die jetzt mal alle. Genau, das sind diese von Action, die Disney-Masken, aber das macht nichts. Vielleicht frage ich da auch meine Freundin, ob sie die haben möchte, weil ich bin die aktuell alle am Aufbrauchen, weil die immer so hart sind. Und die war sehr gut. Die hatte ich richtig oft da. Die Goldmaske von Action, die war super. Das ist auch so eine Hydrogel-zweigeteilte Maske. Die habe ich ja wirklich, vielleicht habe ich die auch noch mal irgendwo. Die war auch sehr gut. Danke. Oh. Was ist los mit dir? Danke. So schön. Und jetzt kommen wir zu den Proben. Nein, noch nicht. Kleine Überraschung. Ich freue mich. Hast du nicht gemacht? MAC-Lippenstift. Den habe ich noch nicht. Leute, ich heule ja gleich. Keiner sexy. Oha,
Aber so ein ganz heller. Ah, jetzt habe ich schon was drauf, ne? Riecht immer so gut, ne? Von MAC. Trau mich nicht. Das ist fast wie der Lipgloss, ne? Ich würde so gerne mal ausprobieren. Soll ich das mal abmachen und dann ausprobieren? Ich mache das jetzt. Könnte sein, dass mir der zu hell ist. Wisst ihr ja, ne? Da bin ich ja immer so unsicher, wenn es so hell ist. Aber ich würde es gerne mal ausprobieren. Ich teste es jetzt. Es geht los. Finde ich jetzt aber gar nicht mal so schlecht. Ihr müsst sagen, wie es ist. Ehrlich sein. Ich habe jetzt nach eurer Meinung gefragt. Jetzt dürft ihr... Schieß los. Ich bin wieder so unsicher. Was meint ihr? Geht das? Ich sehe das jetzt wieder nicht, weil da mein Ladekabel immer so... Aber irgendwie ist es auch schön, oder? Ich weiß nicht, ich bin so unsicher. Ich weiß es nicht, warum bin ich immer so unsicher mit hellen Lippenstiften? Aber irgendwie ist das total schön, ne? So mit dem Make-up, was ich jetzt drauf habe, wundert euch nicht. Ich habe hier so richtig trockene Haut unterm Auge, ne? Extrem. Das sieht gerade nicht so gut aus, wie eine alte Frau, aber mit dem hier noch, mit dem Blush und wie, oder? Das passt doch gerade total gut, oder? Was meint ihr? Irgendwie ist es super schön gerade. Ich finde es irgendwie total schön. Mein Mann hat auch schon gesagt, oh, jetzt hast du immer die dunklen Lippenstifte. Ja, weil ich das schön finde. Anscheinend eher nicht, aber Pech gehabt. Ist wie es ist. Aber das ist schön. Doch, ich finde das schön. Danke. Ich hätte mich nicht getraut, den zu bestellen, tatsächlich. Sagt mal ihr, ich habe halt so extreme Lippenfalten auch, ne? Habe ich schon immer. Aber irgendwie gefällt mir das. So im Gesamtbild, aber irgendwie bin ich auch unsicher. Weiß es gerade nicht. Sagt ihr mal. Aber jetzt nicht alle sagen. Ja, nur ein paar. Nein, aber das gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Ich werde den demnächst mal drauf machen, wenn ich mit meinem Mann essen gehe. Und dann bin ich mal gespannt, was er sagt. Ob er überhaupt was sagt. Aber ich glaube schon. Herrenproben. Ganz schön viel. Isana Man Gesichtsmaske mit Aktivkohle und Tonerde. Ja, aber vielleicht benutze ich das mal. Weil er macht das nicht so oft. Aber mich interessiert das. Klärt und mattiert. Mal gucken. Dann solche Cremes, auch nicht schlecht. Ah, die hat er. Benutzt er nur fast nie. Habe ich aber schon ein paar Mal gekauft. Ab und zu mal benutzt er das. Und dann findet er das auch ganz gut. Aber er ist immer noch der Meinung, mit über 30 jetzt, dass er es noch nicht braucht. Noch nicht. Ich habe dann auch gesagt, ja, aber wenn du es brauchst, dann ist es zu spät, Junge. Creme dich ein. Das wird er auf jeden Fall benutzen. Habe ich gesehen. Ich bin ja so eine, ne? Schrank aufgemacht, denke ich. Was ist denn das hier für ein neues Produkt? Dann denke ich ja immer, oh, wo hat er das her und so. Und dann habe ich gesehen, hat er sich tatsächlich so eine Bartcreme gekauft, dass die Stoppel weicher werden. Da muss ich mal noch, das habe ich schon wieder ganz verdrängt, da muss ich mal noch fragen, wie auf den Trichter gekommen ist. Wenn ich sowas anschleppe, ne, oder sowas sage, oh, brauche ich nicht. Das braucht er ja nie, ne? Muss ich mal fragen. Aber das wird er auf jeden Fall benutzen, denke ich. Das sieht auch cool aus.
Was ist das? Was ist denn das? Body, Face and Hair. Das wird er auch benutzen. Das nimmt er sich bestimmt mit ins Fitnessstudio. Ja, das ist auch gut. Und was ist das? Oh, wärmend und extra stark. Ah, das mag der. Das ist so gegen Verspannungen und so. Und das ist mit Kampfer. Das liebt er ja total. Coole Sachen. Da freut er sich bestimmt. Ja, danke. Doch, weiß ich jetzt schon. Da freut er sich über das meiste auf jeden Fall. Und das andere werde ich dann meiner Freundin mitgeben für ihren Mann, weil der benutzt das. Dann, was ist denn das? Make-up und Düfte. Ich habe mir ja letztens bei Müller Duftproben geben lassen. Und tatsächlich finde ich, wie viele habe ich denn bekommen? 2 oder 3. Und ich habe jetzt schon 2 ausprobiert und 2 finde ich auch gut. Der eine Duft, den finde ich sehr, sehr gut. Das ist von irgendeiner, ich weiß jetzt nicht mehr den Vornamen, Herrera. Ich habe wieder keine Ahnung. Blush heißt der Duft und der ist sehr gut. Aber das ist ein Winterduft. Mein Mann hat es nicht so gefallen, aber ich fand es ganz gut. Das werde ich mir dann eventuell auch kaufen. Dann noch einen Duft von Chloé. Das ist aber eher so was ganz Leichtes. Finde ich nicht schlecht, aber ich glaube, dass der sehr teuer ist. Und dafür ist er mir irgendwie ein bisschen zu langweilig. Genau. Bin mal gespannt, was hier drin ist. Ja, die Gummis finde ich auch toll, kann ich gut gebrauchen für die Brotboxen. Prada, sehr gut, aber das mache ich jetzt nicht auf, weil das kann man nur einmal und ich schmiere das dann immer so dahin. Dann, was ist denn das? Viktor Rolf, das ist auch sehr teuer, guck mal wie schön. Auch cool. Ah, sowas war das, dieses Blush-Dingens, so ein Pappteil. Oh, auch gut. Kann man nichts schnuppern. Narciso Rodriguez gefällt mir meistens nicht von dem. Ne? Schade, weil das gefällt immer den meisten. Aber ich kann mal probieren dann. Ich glaube aber, das kenne ich. Was ist denn das jetzt? War es das schon? Ah ja, das war es schon. Nein, aber das finde ich nicht schlecht. Aber ist kein Duft, den ich jetzt unbedingt kaufen würde. Aber das riecht nicht schlecht. Auch werde ich meine Freundin auch mal schnuppern lassen. Dann haben wir hier Angel von Mugler. Das bekommt meine Freundin, weil das weiß ich schon, das ist nicht mein Duft. Dann Giorgio Armani C. Da hatte ich ja mal den ähnlichen Duft. Das Wort mit den 4 Buchstaben darf man ja nicht sagen. Das mit D anfängt und mit Upa aufhört, darf man jetzt nicht mehr sagen. Ja, auch gut. Dann, aber kenne ich schon, gebe ich meiner Freundin weiter. Das hier ist richtig gut, Leute. Das ist mega. A Drop DC von Issey Miyake, das riecht super gut, freue ich mich. Dann nochmal Giorgio Armani. Dann Narciso Rodriguez nochmal. Und dann kommen wir zu den Make-up-Proben. Da haben wir Yves Saint Laurent, die hatte ich schon mal in so einer kleinen Tube. Das ist sehr gut. Dann Lancôme, auch sehr gut. Oh, Chanel. Wow. Ich hoffe, die Farbe passt mir. B30. Das werde ich ausprobieren. Ich hoffe, das passt mir. Bin ich gespannt. Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Okay, dann Cremes. Letzter Umschlag. Bin ich gespannt. Oh, cool, das ist so ein schönes Paket. Danke. Elixir Botanique von Yves Rocher. Sehr cool, danke. Nochmal. Da
Das gebe ich meiner Freundin dann auch einmal mit. Dann kann sie das auch einmal ausprobieren. Annemarie Börlind, die gute Dame, sieht super schön aus hier. Dann Revita Lift von L'Oreal. Mache ich auch mal hier auf die Seite. The Professional von Benefit. Habe ich als kleine Tube da. Ist eine Maske? Nee, die habe ich noch nicht. Ist das eine Maske? Warte mal. Speedy Smooth Quick Smoothing Pore Mask. Warte mal, wie geht denn das? Steht das da? Muss ich mal nachlesen auf der Website. Werde ich ausprobieren, ist cool. Dann, das hier ist auch sehr, sehr gut. Von Lancôme. Ich glaube, das werde ich auch mal noch mal ausprobieren. Das hier, sehr schön. So ein Toner von Kiehl's. Den wollte ich ja ein paar Mal gerne in der Box haben. Hatte dann immer was anderes drin. Freue ich mich sehr. Die ist auch super gut. Leute, hatte ich auch schon mal. Die ist richtig gut hier von Shiseido. Creme. Dann wieder die Annemarie Börlind. Eine Rosencreme. Ja. Glow Cream Gel. Oh, noch spannend. Eine Augencreme von L'Oreal. Werde ich direkt mal ausprobieren. Ich bin ja so trocken hier unterm Auge. Dann, die ist auch gut. Hatte ich auch mal. Die ist sehr, sehr gut, aber super teuer von Shiseido. So eine Augencreme. Dann, das hier habe ich ein paar Mal schon in kleiner Größe da gehabt, aus verschiedenen Boxen. Ist ein Gesichtsöl, das kann meine Freundin auch mal ausprobieren. Das finde ich aber auch spannend hier. Triple Serum von Lancôme, das werde ich auch mal ausprobieren. Cool. Habe ich jetzt einiges da, das wirst du dann in Aufgebraucht-Videos auf jeden Fall sehen. Werde ich mir gleich mal sortieren. Und dann nach und nach ausprobieren, hier neben hinstellen, in meine Schublade reinmachen. Genau. Und dann, genau, ein paar Sachen gebe ich meiner Freundin weiter, aber das meiste behalte ich. Und genau, dann wirst du das sehen, wie ich das fand. Also das war eine extrem schöne Kiste hier. Und das waren nicht nur ein paar Proben und ein, zwei andere Sachen. Danke. Oh mein Gott, danke wirklich. Und das ist so faszinierend, Leute. Weil ich habe die Nachricht bekommen, dass das in der Packstation ist, an einem Tag, wo es mir nicht so gut ging. Und hat man halt ab und zu mal, ne? Und irgendwie, das war jetzt schon die letzten zwei, drei Mal so, dass ihr mir da was geschickt habt und immer genau zum richtigen Zeitpunkt. Und da habe ich mich so drüber gefreut. Und ja, vielen Dank. Das ist nicht selbstverständlich, dass ihr mir was zuschickt. Ich freue mich da sehr drüber und ich muss aufhören, sonst kriege ich gleich, sonst ist gleich mein Make-up hier im Eimer. Vielen, vielen, vielen Dank. Richtig schöne Sachen. Ich freue mich sehr drüber und auch der Lippenstift. Ich finde den, je länger ich den jetzt drauf habe, umso schöner, weil ich finde, der passt auch so gut zu meinem Pulli. Genau, aber schreibt mir gerne mal, was sagt ihr? Steht mir das? Für mich ist das so ungewohnt, weil das so hell ist. Ja, aber ich glaube schon, oder? Ja, das war's. Dankeschön. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.